knapp über ein halbes Jahr. 6000 Kilometer hat er drauf und wir haben die erste Erfahrung vom Michael Scheer. Ich grüße dich ganz herzlich. Hi Sven. Ja, wir machen Probefahrt in einem Auto, was ich vorher, stimmt nicht, ich kannte ihn schon. Ich habe ihn nämlich als Leihwagen mal gefahren. Wir sind bei Volkswagen Zürl in St. Wendel und hier steht das, oder eins der größten Fahrzeuge aus dem Volkswagen-Konzern, der Arteon Shooting Brake. Arteon Shooting Brake. Und das ist ein Auto, was man nicht so oft sieht. Ist jetzt kein Auto, was man jeden Tag an jeder Ecke sieht. Er ist von der Länge her ein langer Passat. Ungefähr Größe, das kennen die viele. Skoda Superb, ungefähr diese Größe? Ja, genau. Etwa Skoda Superb Größe. Also Superb ist ja dadurch bekannt, dass er unglaublich viel Platz hat. Auch ja. Hier ist das der Fall. Du hast unglaublich viel Platz, aber so ein Auto kannst du ordern für circa 90.000 Euro. Das geht. Also den kriegst du bis auf 90.000 Euro hoch, wenn du auf den R gehst mit 320 PS mit allem, dann kommst du da in die Richtung, ja. Krass, also das ist ein richtig ausgewachsenes Auto. Was ist das? Ist so ein Motor drin bei dem? Das ist ein 2 Liter TSI, 190 PS DSG, Benziner, 7-Gang Automatikgetriebe. Okay, also richtig schön volle Hütte. Macht der Spaß? Der macht mega Spaß. So, du fährst ihn jetzt etwas über ein halbes Jahr, hast 6000 Kilometer runter. Mhm. Das geht schnell. Das heißt, du fährst ja auch viele lange Strecken. Ihr fahrt oft nach Wolfsburg, ihr fahrt ja. Zu den Zentralen genau. Und so weiter hin. Ist das ein gutes Reiseauto? Das ist ein fantastisches Reiseauto. Also wenn wir auch mal das Auto gleich fahren, so was die Geräuschkulisse angeht und allem, da merkt man natürlich schon den ein oder anderen Unterschied zu anderen Fahrzeugen. Ja, du hast ihn selber konfiguriert, er steht noch nicht im Netz, aber du hast gesagt, wenn ihn einer unbedingt haben möchte, den Gebrauchtwagen, du würdest ihn hergeben mit einem lachenden, einem weinenden Auge. Gerade eben, du hast den Rückwärtsgang eingelegt. Die Rückfahrkamera ist unter dem Logo. Ja, die ist unter dem Logo noch, ich würde ihn mit zwei weinenden Augen hergeben. Warum? Aber ja, das Auto, ich bin noch nie so ein Auto gefahren. Also ich bin jetzt ja schon lange im Konzern dabei. Aber dass ich so ein Auto gefahren bin, das, also über längere Zeit jetzt als Dienstwagen, hatte ich so noch nicht. Die Farbe, was ist das? Das ist Mondsteingrau. Mondsteingrau. Ja. Das heißt, die Farben heißen zum Unglück auch noch bei Volkswagen ganz anders. Ja, oder? Die heißen auch noch ganz anders. Ansonsten ist das sogar die kostenfreie Lackierung. Die ist kostenfrei. Das, was mich sehr gewundert hat, also bei anderen Herstellern kostet diese Farbe mal direkt 1300, 1400 Euro, weil die jetzt so in ist. Bei dem Auto ist sie kostenfrei. Boah, ist der lang. Guck mal hier, allein schon die hintere Partie. Das kenne ich so gar nicht, oder? Nee, also das, natürlich merkst du das auch auf dem Parkplatz. Es wird auf normalen Parkplätzen auch schon eng. Aber aufgrund von der Linienführung, weil der nach unten schön abgeht, ist natürlich jetzt, sage ich mal, ein bisschen weniger Platz, dann wie er haben könnte, weil das ist ein Auto, wo es hauptsächlich um die Optik und den Platz geht. Ja, es gibt ein schönes Schiebedach, das ist sehr groß. Ein Panorama-Schiebedach, aber guck mal, das ist riesengroß und du hast die gleiche Fläche nochmal dahinter. Ja, das hängt natürlich damit zusammen. Also normalerweise, wir haben ja auch Fahrzeuge bei uns, bei Volkswagen und bei Seat Cupra, wo das über das komplette Dach geht mit dem Schiebedach. Nur weil das Auto ja hier schon direkt so stark abfällt, ist das nicht möglich, sonst wird ja das Schiebedach wäre ja schief. Das ist total schwarz. Das kann man so konfigurieren, dann kommt ja so. Nee, das kannst du so konfigurieren mit diesem Privacy Glass, dass das so dunkel ist. Hinten hast du so viel Platz, du hast drei Kinder, machen wir wieder auf. Die dürfen da ja auch drin sein. Das Ganze hat natürlich Keyless. Hier ist, sieht man sehr schön, ein Kindersitz mit drin. Du hast Isofix an den äußeren Sitzen, ja, oder? Ja, Isofix an den äußeren Sitzen. Ist eine Kind schon so groß? Das geht? Ja, meine Tochter, die ist jetzt schon 13. 13, okay, dann darf die ganz normal sitzen wie mein Sohn. Und du hast Ledersitze mit drin. Du hast also richtig schön. Was mir aufgefallen ist, als ich den gefahren habe bei Europcar, bin ich den nach Franken gefahren. Der war nagelneu, hatte irgendwie noch 500 Kilometer drauf. Und die wollten ihn gar nicht hergeben bei Europcar. Die haben gesagt, jetzt geht der in eine andere Filiale, weil die bieten den ja auch an. Und als ich den ankam bei der Filiale, haben die gesagt, was ist denn das für ein Auto? Der erste Arteon, den sie gesehen haben. So oft gibt es den nicht, oder? Nee, leider nicht. Deswegen fahre ich auch das als Fahrzeug, weil der Arteon Shooting Brake ist natürlich ein Auto, ist ein bisschen weniger Platz als jetzt im Passat, weil er eben wieder viel auf die Optik geht. Und deswegen wird dann vielleicht öfter der Passat genommen, weil der Passat ist natürlich auch wieder gerade so für die Firmenkunden. Ansonsten, wenn es dann ein User-Chooser heißt das in der Automobilbranche, wenn der Nutzer das Auto wählen darf, dann wird es auch das ein oder andere Mal ein Shooting Brake. Aber du siehst ihn sehr selten. So, und hinten hast du Rückleuchten. Mach mal bitte hinten auf. Der Kofferraum ist eins der Highlights, denn du hast ultra viel Platz vorne und hinten. Plus ein Kofferraum, der so tief ist, dass dieser riesen Koffer, den ich hier drin habe, das ist mein Drehkoffer, der verschwindet in einer Kante. Siehst du das? Ja.
Das heißt, du kannst den zweifach beladen, du kannst den unglaublich versatil umlegen auch nochmal. Das ist ziemlich cool. Der hat natürlich die versenkbare Kugel hinten drin, sag mal. Ja. Wenn du daran ziehst, dann kommt die unten raus. Das ist ziemlich cool. Und das Ganze hast du wirklich so konfiguriert, dass es passte. Wie war der UVP jetzt hier von dem damals? Ich glaube knapp unter 70.000. Knapp unter 70.000, so. Ja, komm, wir steigen mal ein. Wir sind im Autohaus Zürl in St. Wendel. Wir fahren jetzt mal zum Autohaus Zürl. Nach Saarlouis. Nach Saarlouis. Das sind die ganzen Marken, die ihr habt. Ich zeige es mal gerade. Volkswagen. Ihr habt ein Nutzfahrzeug fürs Service. Ihr habt einen Skoda-Service. Ihr seid Seat und Cupra Vertragspartner. St. Wendel und Illingen. Da macht ihr das aber. Man muss fairerweise sagen, ihr habt noch zwei andere Betriebe in Saarlouis und Saarwellingen. Saarlouis noch einen kleinen Betrieb und noch in Saarwellingen. Ja. So, ich steig mal ein. Darf ich? Sehr gerne. R, was heißt R eigentlich? R steht für Airline für die Race-Ausführung. Race? Race. Bin ich ja mal gespannt, ob der auch so raced, wie ich mir das vorstelle. Das... Ja, großes Thema ist ja voll elektrisch. Ihr habt ja... Guck mal hier, willkommen Michael S. Hast du gesehen? Sehr DSGVO-konform, ja. Ja, ich habe das Auto ja auch connected. Das heißt, da ist ja auch mein Benutzerprofil drin. Vielleicht kann man das auch mal noch zeigen. Harman Kardon in einem Volkswagen. Mhm. Warum? Was soll das? Das ist doch eigentlich gedacht für... Hört sich aber mega geil an. Ist das gutes Soundsystem? Ja, ist fantastisch, fantastisch. So, weil du hast hier dann eben dann auch noch die Fahrzeuginfos, dass jetzt hier die Tür nicht richtig zu ist, dass das Fahrzeug entriegelt ist, ich kann die Standheizung einstellen. In Echtzeit ging das jetzt? Ja. Ich kann auch jetzt hier hupen und blinken. Okay. Also das, was man kennt von Tesla, ist hier jetzt auch mit drauf. Das heißt, eine Telemetriedaten auf der App. Ist das neu mit der App? Mit der App gibt es jetzt schon ein bisschen länger. Ich glaube, ist jetzt 2 Jahre. Es war jetzt aber ja vor 2 Jahren krachneu und jetzt ist so langsam geht es in die richtige Richtung, dass das alles passt. Ja, du findest das total klasse, das Auto. Das Einzige, was dich nervt, ist manchmal, dass das Navi falsch fährt. Das ist interessant. Komm, wir fahren mal los, da will einer vorbei. Denn gerade eben wollte es uns nach links abbiegen lassen, um sich dann zu entscheiden, nach 100 Metern, er will doch wieder geradeaus. Ja. Das ist so, da wolltest du noch einen großen Brief schreiben an Volkswagen? Nee, wolltest du nicht. Aber der. So, das ist euer Autohaus. Genau, das ist unser Autohaus in St. Wendel mit Volkswagen, Skoda Service, VW Nutzfahrzeuge Service, Cupra und Seat Service. MAN macht ihr nicht, TGE, oder? Das ist. Nee, das machen wir nicht. Ansonsten machen wir trotzdem ja. Alles. So, jetzt kommt alles, was rein. Ja. Jetzt halte ich mal nicht drauf. Nee, besser nicht. Wobei, es ist eh nur die Firma. Ach so, da halte ich drauf. Ja, das ist genau. Das ist eine Durchfall eines Verkäufers. Ist nicht so schlimm. Kann man ruhig anrufen und ein Auto kaufen. Kann man ein Auto kaufen. Ja, du bist jetzt Verkaufsleiter. Genau. Man muss sagen, du hattest immer wenig zu tun bei Seat und Cupra. Dein Tag war nicht ausgelastet. Ganz genau. Deswegen hat der Markt so wohl entschieden, komm, lass uns noch ein VW Autohaus akquirieren. Ist schon viel Arbeit, oder? Ja, also ich war immer dafür als alter Volkswagen-Mensch. Was möchten Sie tun? War ich immer dafür für ein VW-Autohaus, weil du eben mit VW wieder ganz andere Möglichkeiten hast. Das heißt, wir haben ja eine Modellpalette bei... Habe ich das überhaupt richtig gemacht mit Reden? Sag mal, du kennst den Weg nicht bis in die Firma oder was? Ich fahre meistens über meinen Heimatort und verbinde das, wenn dann mit meiner Pause und kann dann einmal schön zu Hause essen. Aber nochmal zur Frage, du wüsstest jetzt nicht, wie man von St. Wendel... Wir haben Sven auf der Hinfahrt schon so viel geredet und da ist uns beiden nicht aufgefallen, dass wir die Ausfahrt verpasst haben. Ja, es ist so, weil wir uns so gut verstehen. Das sind jetzt noch Touch-Multifunktionsdisplay. Genau, da sieht man, das wird auch geändert oder bleibt das so? Wahrscheinlich. Das kann ich jetzt nicht sagen. Also ist jetzt beim Arteon ist jetzt nichts irgendwie in der Pipeline, dass da ein Facelift irgendwas kommt. Es kann natürlich mit dem Modelljahreswechsel irgendeine Veränderung geben, aber ich glaube, das hier wird so bleiben. Fasanallee, gell? Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich den richtigen Ort habe. Schauen wir mal nach. Nee. So, St. Wendel. Warte. Okay. Hey Volkswagen. Ah, Vorführeffekt, das war jetzt natürlich klar. Ja, klappt gut. Ja, perfekt. Nochmal, mach's nochmal. Wir haben auch stumm. Jetzt geht's. Die Sicherheit des Kraftwerks. Hey Volkswagen. Ja, super. Hey Volkswagen. Was das sein kann?
dass wir erstmal auf Menü drücken müssen. Nee, das Problem ist, dass es vielleicht gar nicht ein Volkswagen ist. Weil ich habe ja hauptsächlich mit Seat Cupra zu tun. Olla, Olla. Bei VW bin ich noch Azubi. Ja, nee, Olla, Olla funktioniert hier nicht. Übrigens, hast du gewusst, was bei Seat auch funktioniert statt Olla, Olla? Nein, du wirst mir bestimmt sagen. Lala. Lala? Ja, geht. Okay. So, ich glaube, wir gucken mal nach. Das wird in die Geschichte des Volkswagen-Konzerns eingehen, dass der Vertriebsleiter nicht das Aktivierungswort kennt des Volkswagen-Systems. Aber ich kann gleich mal eins gucken. Es gibt nämlich eine Online-Anleitung und die können wir gleich mal reingucken. Ich muss ja gestehen, die muss ich auch schon einmal testen, also heraussuchen für diesen Sprachbefehl. Okay. Als ich das gesucht habe. Ich würde ja nachgucken, aber ich kann ja nicht. Auch schon googeln. Aber ich kann ja nicht gleichzeitig filmen und filme gerade mit dem Handy hier. Ja, nee. So, es geht los Richtung Saarbrücken. Was ist das Schöne hier an dem Auto? Was hat dir am meisten gefallen? Ja gut, es ist, was jetzt, ich habe so, im Winter am besten ist es natürlich die Standheizung. Die Standheizung. Die Standheizung, ansonsten hast du hier ein wahnsinniges Raumgefühl. Jetzt guck mal, wie weit wir auseinandersitzen. Also das Auto ist natürlich sehr breit, das heißt, du hast ein riesiges Raumgefühl, du hast viel Platz. Die Mittelarmlehne, da passen sogar zwei Arme drauf. Ne? Das ist ja ähnlich schon im Touareg, die ist noch ein bisschen breiter, aber hier kannst du sogar beide Arme drauf machen. Krass. Ansonsten kommt das eigentlich erst so richtig zur Geltung, dieses Ambiente, wenn du abends im Dunkeln fährst. So, jetzt hast du ja die Sparversion an Motor gekauft. 190 PS oder was? 190 PS Benziner, ja. So, gibt es aber auch mit 320 PS. Genau. Ist da auch, Schluss, oder? Da ist Schluss, 320 PS ist Schluss. Gibt das Fahrzeug auch noch als Diesel mit 2 Liter 150 PS. Wo gerade, ist auch schon Automatik, wo gerade für Gewerbekunden wahnsinnig interessant ist. Gut, also ein Diesel gibt es auch noch. Der Diesel ist tot, es lebe der Diesel nach wie vor. Extrem sparsam ist aber auch der TSI-Motor. Das ist so, wenn du mal gerade auf den Verbrauch gehst, du bist ja so eine kleine Racing-Maschine. Ja gut, bei mir ist der Verbrauch jetzt ein bisschen höher, als das vielleicht bei anderen der Fall ist. So, Fahrzeugstatus, gute Fahrt. Was ist zu tun? Fahrdaten, okay. So, jetzt hast du hier ab Start und kannst mit den 8,3 Liter. Ja, und kannst jetzt mit dem rechten und mit dem linken Pfeil noch hin und her navigieren. Wobei die 8,3 Liter sind ja die letzten 66 Kilometer, die wir gefahren sind. Naja, Langzeit 9,2. Ja, das ist... Ja, komm, ist gut. Mein Büro ist ja in Saarlouis, wohne in Illingen, da ist die Autobahn ist ja ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Straßenlage? Perfekt. Ist echt gut. Wie ein Brett. Also das Auto ist wie ein Brett. Ich bin jetzt so die letzten Jahre immer viel SUV gefahren. SUV ist was Tolles, natürlich auch vom Ein- und vom Aussteigen erst recht. Aber hier die Straßenlage, die ist eine ganz andere als im SUV-Bereich. Was mich erinnert an eine riesige E-Klasse, die so vom Raumgefühl her, als wäre das so ein ultralanges, oder? Ja, es ist ja schon ultralang. Volkswagen hat ja damals mit dem VW Phaeton und mit dem VW Touareg wollte VW ja in den Premium-Bereich, hat das Ganze wieder eingestellt. Und jetzt ist doch wieder so ein kleiner Versuch unternommen worden, das Ganze jetzt mit dem Atheon zu machen. Mhm. Ich merke das aber, wir haben ja Seat Cupra, als der Formentor neu rauskam, der Formentor hat von Cupra alles in den Schatten gestellt. Und als das Auto neu war, egal wo du warst an der Tankstelle, egal wo du gehalten hast, es hat jeder auf das Auto geguckt. Der Atheon gibt es jetzt, glaube ich, seit 3 Jahren als Limousine, als 2 Jahren als Kombi. Wenn du da irgendwo vorfährst, das Auto kennt immer noch keiner, was unheimlich schade ist. Aber ich will versuchen zu ändern, dass er doch ein bisschen bekannter wird. Ja, deswegen machen wir jetzt mal das Video, dass wir das sehen. So, Klimaautomatik, 3 Zonen? Der hat 3 Zonen, genau, Fahrer, Beifahrer noch einmal für hinten. Okay. Das kannst du auch dir hier einmal noch anzeigen lassen im Display. Da kannst du hier vorne, hinten... Aircare Standheizung, die Standheizung kannst du natürlich auch hier rüber bedienen. Du kannst sie über die App kannst du die bedienen, du kannst sie über den Schlüssel bedienen. Also es gibt ja extra einen Schlüssel für die einen Funkfernbedienungsschlüssel für die Standheizung. Reichweite, wie lange weit geht die? Auf jeden Fall von meinem Flur bis zum Auto. Also ich glaube, sind um die 200 Meter dürfte es in etwas. Ah, nicht ganz sein. Kann ich per App die Standheizung anmachen? Ja. Das heißt, ich brauche die Fernbedienung gar nicht? Nee, die brauchst du nicht. Du kannst hier auch dann die Standheizung hier einstellen für die Abfahrtzeiten. Kannst du hier einstellen, die verschiedenen Zeiten. So, Standheizung haben wir jetzt gelernt.
Dann voll digitales Cockpit, das ist mit drin. Das Design ist hochwertig. Die Fahrgeräusche, okay, sage ich jetzt mal, fahren jetzt rund 100 km/h. Mhm. Es ist immer noch ein sportliches Auto. Es ist jetzt keine Reiselimousine mit Dämmglas. Das kennst du und allen drum und dran. Ja, es ist schon, es gibt, glaube ich, eine Doppelverglasung, die du noch mitbestellen kannst, dass das Auto noch ein bisschen ruhiger wird. Ansonsten kann das Auto alles. Das Auto ist das Familienauto und jetzt, okay, jetzt, ich würde jetzt nicht mit 190 PS wahrscheinlich auf den Nürburgring fahren, aber das Auto ist auch sehr, sehr sportlich, weil wir haben auch diese DNA, die wir verstellen können, dass du einfach gewisse Sachen verstellen kannst. Ich zeige es gerade mal hier mit dem Knopf Mode. Wenn du da drauf gehst, kannst du einstellen, wie du fahren möchtest. Eco, Komfort, Normal, Sport, Individuell. Jetzt gehen wir hier auf Info und dann siehst du auch genau, was das Auswirkungen hat. Ups. So. Okay. DCC steht für Driving Chassis Control, also das ist das adaptive Fahrwerk, dass sich die Dämpfer noch mal ein bisschen verstellen, dass du ein bisschen weich fahren kannst oder dann eben doch mal ein bisschen härter, ein bisschen sportlicher. Lenkung, normal. Stellst du das auf Sport, dann merkst du einfach, dass die Lenkung sehr, sehr schwergängig ist, einfach auf sportlich und normal ist. Ach so, die Lenkung ist auch schon Drive-by-Wire, oder? So ja, ein bisschen. Also diese Progressivlenkung natürlich, dass sie sich an die Geschwindigkeit anpasst. Und mit der Lenkung eben, dass du die nochmal individualisieren kannst, eben mit Sport oder normal. Du kannst die Reaktion sogar vom Gaspedal, wird beeinflusst. Ja. Also wenn du zum Beispiel auf Eco gehst, dann ist alles ein bisschen gemächlicher, ja, oder? Also der Motor ist dann wesentlich gemächlicher. Du siehst jetzt hier auch Antrieb, Eco. Jetzt stellen wir das mal um. Jetzt gehen wir hier mal auf Sport. Es geht direkt das Getriebe, das haben wir jetzt nicht gesehen. Jetzt ist das von D5 auf S5 gegangen, weil er dann natürlich immer ein bisschen. Achso, die Schaltpunkte sind auch noch. Schaltet und dann. Okay. Jetzt schaltet er auch direkt zurück in den dritten Gang und das Getriebe ist natürlich ein bisschen höher torisch da. Also so. Die Motordrehzahl. So, da vorne ist 70. Es gibt eine coole Taste. Ich glaube, die hat er auch. Das ist die da. Ich drück mal drauf. Da macht er alles von selber, oder? Genau, also Spurhalteassistent, Fernlichtassistent. Deine Kennzeichenerkennung, wie du es immer nennst, genau, die Verkehrszeichenerkennung, die ich heute nicht mehr missen möchte, weil du schaust ja gar nicht mehr auf die Schilder. Wenn du heute die Verkehrszeichenerkennung hast, du schaust nicht mehr auf die Schilder, du guckst nur noch vorne rein. Der hält die Geschwindigkeit, der hält die Fahrzeugmitte, das ist ein bisschen teilautonomes Fahren, aber du musst ja noch die Hand am Lenker haben, oder? Die Hand musst du am Lenker haben. Das ist, weil es gibt ja diese verschiedenen Stufen in der EU, also das Auto, die Autos können eigentlich schon autonom fahren. Es ist allerdings nicht erlaubt. Das heißt, wenn wir auf der Autobahn sind und du fährst geradeaus und er hält die Spur, du kannst die Hände hier hinlegen oder auch die Hände am Lenkrad lassen, aber nicht lenken. Und nach 5 bis 7 Sekunden piepst das Auto und sagt, bitte Lenkung übernehmen, weil er merkt, dass du nicht lenkst. Wenn du das nicht machst, bremst er noch zweimal. Und wenn du dann nicht reagierst, dann explodiert er oder bremst das Auto ab. Mhm. Je nach Einstellung. Okay. Habe ich uns früher meinen Kindern immer erzählt. Wenn man auf die Warnblinkanlage drückt, habe ich uns allen Kindern erzählt, auch dem Kleinen, dann explodiert nach 6 Sekunden das Auto. Das war bei dir. Die Zeiten ändern sich ja. Du bist ja... Nein, du weißt, warum ich das erzählt habe? 4, 5 Jahre älter als ich. Heute sage ich das bei meinen Kindern bei diesem Knopf. Bei welchem? Also ihr müsst ruhig sein, sonst drücke ich den SOS-Knopf. Nein, ich habe den angemacht und dann fängt das ja an zu blinken. Und ist schon verjährt übrigens. Und dann habe ich gesagt, so, und wenn das 5-mal blinkt, explodiert das Auto. Und die haben mir das geglaubt. Ja, das, was bist du denn für ein gemeiner Vater? Ja, aber dann mal Ruhe, wenn du nach Südfrankreich fährst und die so, ja, Papa, wann sind wir da? Ja, die wollten wahrscheinlich schon von Südfrankreich nicht mehr nach Hause. Wann sind wir da? Sind wir bald da? Wie lange brauchen wir noch? Ja, ich kenne das. Kennst du das? Ja, ich kenne das. Ja, früher gab es. Aber trotzdem sage ich nicht zu meinen Kindern, das Auto explodiert. Ja, aber es gab ja auch früher noch kein Netflix, das muss man sagen. Okay. Ja, die Benjamin Blümchen Kassetten. Die Benjamin Blümchen Kassetten. Also, wir sind in einem tollen Auto, wir sind im Autohaus Tirol. Sind also, wir zwar nicht, aber im. Also, was auch noch mega geil ist, ich muss einmal hier zeigen, das ist hier eben von der Verarbeitung. Und wo alle Fahrzeuge hier dann das Hartplastik haben, ist hier immer noch alles schön weich.
Naja gut, für 100.000 Euro kann man doch ein bisschen was verlangen. Ja, im Moment, das ist ja nicht 100.000 Euro. So, das heißt, es ist ein Dienstwagen, wir sind irgendwo bei unter 70.000 Euro. Wo fängt der an? Kriege ich einen für 60? Ja, du kriegst einen für 60. Also es ist ein Dienstwagen, wo es dann natürlich noch die dementsprechende Rabatte gibt. Wir kriegen ein wahnsinnig geiles Gewerbeangebot für Geschäftshunde als 2 Liter Diesel 150 PS. Das sagen wir aber jetzt nicht. Ja. Nee, so, das sagen wir jetzt nicht, weil... Ja genau, das hier ist ein Gebrauchtwagen. Haben wir fertig und genau. Ja, ziemlich cool. Also, wenn ihr Lust habt, mal so ein Auto Probe zu fahren, der Michael freut sich schon, denn er hat zu mir gesagt, ich werde nichts lieber tun, als meinen Dienstwagen hergeben, damit jeder darauf umreiten kann, richtig? Ja, also die Dienstwagen, die sind ja von uns, das ist ja schon mal gut, immer perfekt eingefahren und ja, es werden natürlich Probefahrten gemacht, aber das Auto hat eine elektrische Sitzverstellung. Und als Verkäufer bist du dann irgendwann so schlau und du machst deine elektrische Sitzverstellung nicht auf Position 1, weil ja immer jeder Kunde das einmal testet mit Position 1 speichern. Ja. Bei mir ist, sollte ich jetzt vielleicht nicht sagen, bei mir ist die Sitzposition auf 3. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr die Probefahrt macht, speichert es auf 3 ab. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute ist der 9. März 2023. Ein nettes Werbevideo für das Auto aus Tirol in St. Wendel. Ich muss immer aufpassen. Wir fahren jetzt zum Autohaus Tirol nach Saarlouis und ich habe eben schon einen Anruf bekommen. Mein nächster Gast wartet und auch hier will Michael mal testen, ob sein Führerschein Bestand hat, wenn er schneller fährt. Den brauche ich ja nicht für die Arbeit. Den brauche ich nicht für die Arbeit. Ja, tschüss Michael. Wo findet man euer Autohaus? In St. Wendel, in der Tritschler Straße mit VW und allem möglichen Service, Skoda-Service, VW-Nutzfahrzeuge-Service. Das hieß früher mal, wie hieß das? Autohaus Schmidt hieß es früher, heute Tirol in St. Wendel. Dann haben wir noch eine Vertretung in Illingen-Hüttichweiler mit VW Economy-Service, wo wir sogar spezialisiert sind für Volkswagen, ich glaube ab 4 Jahre, aber gehen auch alle Volkswagen, die wir reparieren, auch Fremdfabrikate. Ja, bitte. Haben in Saarwellingen haben wir Seat und Cupra Service, ich glaube, Gebrauchtwagen. Und in Saarwellingen, in Saarlouis haben wir Neuwagen, Cupra und Seat. So, sollen wir noch zum Schluss gucken? Denn gerade eben hat sie reagiert. Du musst irgendwas in dem Satz gesagt haben, was die Sprachsteuerung aktiviert hat. Also, du kannst dich noch daran erinnern, was war? Das Problem ist, zu meiner Verteidigung, ich nutze das nicht mehr wegen Hey Siri. Okay. So, ich guck mal gerade, Hilfe. Mal gucken. Aufbau, mein Gott, jetzt wird es kompliziert. Menü, Einstellungen, Scan. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt explodiert er gleich. Ne, ich glaube, ich muss nochmal auf Auto machen. Ah, ich habe Low gemacht hier unten. Ja. Guck mal, also hier. Synchron irgendwo. Ah ja, jetzt passt. So, ist gut. So, hast du Bedienung, Anzeige im Überblick. Zu sicherer Sicherheit ist das Menü nicht erhältlich, okay, während der Fahrt. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind jetzt wo? Kurz hinter Ottweiler, gell? Okay? Ich habe kaum auf die Straße geschaut, ey. Kurz hinter Ottweiler, das Navigationsgenie Michael Scheer. Tschüss.